Immerhin, sie reden noch miteinander. Aber hinter den Kulissen ist ein Machtkampf ausgebrochen. Die Kontrahenten, der AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Jürgewitz und der Abgeordnete Frank Magnitz, der auch noch ein Bundestagsmandat hat. Was haben Sie für ein Problem mit Thomas Jürgewitz? Ich glaube, er hat ein Problem mit mir, ganz offensichtlich, weil ich habe diese Situation nicht geschaffen und die Attacken nicht gefahren. Also müsste man die Frage andersrum stellen. Aber es ist kein Problem zwischen mir und Herrn Magnitz, also kein persönliches Problem. Es ist ein Problem der Partei, die nicht ganz nachvollziehen kann, warum die Partei hier in Bremen bei der letzten Landtagswahl so schlecht abgeschnitten hat. Und Jürgewitz kritisiert Magnitz nicht nur für das schlechte Wahlergebnis. Ihm ist auch das Doppelmandat seines Parteikollegen ein Dorn im Auge. Im Januar ließ sich der Bundestagsabgeordnete Magnitz nämlich auch noch zum Bürgerschaftsspitzenkandidaten aufstellen, um die Kandidatur des Fernsehjournalisten Hinrich Lürssen zu verhindern. Magnitz versprach damals, das Mandat nach der Wahl wieder abzugeben. Doch das ist bis heute nicht geschehen. Uns geht es nicht um Mandate oder Pfründe, sondern es geht uns um Politik. Und deswegen ist es zumindest für die Außendarstellung, ich sag mal, nicht ganz suboptimal, wenn man zwei Mandate hat und auch nicht klar erkennbar ist, dass man eines in absehbarer Zeit niederlegen wird, insbesondere dann, wenn man es zugesagt hat. Aber Magnitz sieht sich gezwungen, beide Mandate zu behalten, weil sich das Verhältnis zu Jürgewitz gewandelt habe. Ich bin unter anderen Voraussetzungen damit angetreten und habe mich mehr oder weniger breitschlagen lassen, das Ganze so zu machen, mit, wie gesagt, klaren Absprachen. Wenn sich das heute anders darstellt, dann muss ich auch neu denken. Und deswegen behalte ich mir im Moment erstmal meine weiteren Schritte vor. Mittlerweile hat der Bundesvorstand der AfD inklusive Alexander Gauland und Jörg Meuthen Magnitz ein zweites Ultimatum gestellt. Er soll bis zum 1. September ein Mandat abgeben, sonst werden ihm alle parteiinternen Posten aberkannt. Magnitz will nicht einlenken. Erstaunt mich auch, weil es politisch äußerst unklug ist, so etwas zu tun, denn es beschädigt sicherlich mich, aber auch die Gesamtpartei und das sollte nicht im Interesse eines Bundesvorstandes liegen. Heute steht die Bremer AfD, wie schon 2015, in einem tiefen internen Konflikt. Die Partei hatte vor der Wahl Sachpolitik versprochen und ergeht sich jetzt vor allem in Personaldebatten. Und die könnten die Fraktion am Ende sogar spalten.